genau an. Wir müssen wohl hochklettern. Am Scannen finde ich es ganz cool, dass es halt so flüssig ist. Ja, ich drücke einen Knopf und die macht jetzt nicht irgendwelche Moves oder sowas, sondern es scannt halt einfach sofort. Das heißt, ich kann gleich weiterlaufen und halt ganz normal weiterspielen. Okay? Leute. Ja, da gehen wir eher nicht lang. Ja, Bose. Doch. Wieso nicht? Wo lang dann? Ach, da, guck mal. Ist auch immer so schön Geld markiert mit X'en. Es ist ja auch, ja, das haben sie halt voll. Das ist halt dieses typische Uncharted, ne? Okay. 1000 Jahre alt. Geil. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Ein Besprechungsraum. Anzu. Das Zero-Dawn-Terraforming-System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von neuen Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln, was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Ah, ja. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Ey, Wahl ist auch hier mit Kriegsbemalung wie ich, Mann. Geil. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup weiß, was gut ist. Was nicht stimmt. Farzinet hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Wahl. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Wahl. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Okay, Wahl fängt langsam an, so ein bisschen zu zweifeln. Beziehungsweise macht sich ein bisschen Kopfschmerzen. So, ein kurzes Foto fürs Thumbnail mal wieder. Das ist auf jeden Fall nicht gut, dass er sich solche Gedanken macht. Aloy, hier drüben. Ich das kann schnell mal falsche Gedanken in den Kopf werfen. Eine Waffe. Danke, Wahl. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Eine Frostsprengschleuder. Geil.
Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffen feuern Frostbomben ab. Verwende sie bei Gegnern, um sie in den Brüchigzustand zu versetzen. Gegner im Brüchigzustand sind anfällig für Stoßattacken. Das bedeutet, einmal draufknallen, sind sie brüchig und danach draufdreschen, bis die Feuerwehr kommt. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Die Frage ist, ach da. Hier unten. Okay. Ausrüsten kann ich es dann ganz normal wie auf L1. Autsch. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Ich habe irgendwie das Gefühl und ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt diese Schlange kommt. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Oh, toll. Noch so eine Maschine. In die wir nicht gehen sollten. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Na klar. Natürlich, riesenfette Schlange, Alter. Und sie denkt sich, ach, ich kann mal die neue Waffe ausprobieren. Mann, wieso müssen wir das tun? Oh. Also, was macht die? Schaden zufügen. Jetzt rein da. Ist schon brüchig, ey, boom. 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 Okay, ich sollte aus der Kälte raus. Hier kommen wir vielleicht rüber. Ja, geil. Was ist denn das? Ist das ein Kopf gewesen? Also richtig cool gemacht. Seht euch das an. Geil! Sie hatten keine Chance. Leute, das ist einfach nur geil. Also. Ich find's cool, dass man diese Schleuder und sowas jetzt auch bekommt. Ja. Gleich am Anfang. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Um es testen war, zu können. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand von Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Far Zenith? Nein. Boah, schön im Wasser, ey, mit den Fischen. Das Wasser ist sehr, sehr schön. Super toll. Gut, das sieht jetzt nicht unbedingt... Ja, doch, muss man aber schon sagen, es sieht verdammt gut aus. Ja, ich kenne kein Spiel, wo das Wasser jetzt so gut runterfließt von einem Wasserfall. Wollen jetzt auch nicht zu kritisch sein, das Spiel ist riesengroß. Eine Open World. Darf man auch nicht zu kritisch sein, ja? Ich habe Angst. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass dieses Viech auftaucht. Wirklich. Das gefällt mir hier nicht. Maschinen haben stell dir vor, damit zu den Sternen zu. Diese Typen haben keine Chance. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Markiere bei aktivierten Fokusgegner mit R2. Ah ja, das ist auch sehr, sehr geil. Gefällt mir. Dann wissen wir immer, wo die Gegner sind. So, das waren alle, oder? Ja, der läuft da einfach mal zwischendurch. Auch nice, Buddy. Man muss natürlich auch so ein kleines Gefühl dafür entwickeln, was diese Maschinen können und machen. Ja, aber die können wir doch angreifen, oder? Hat er gerade Hilfe gerufen? Ich glaube ja. Alter, was zur Hölle?
Oh, das sind die gefährlichen. Das sind die gefährlichen. Wir sollten unbedingt. Okay. Wie kommen wir jetzt hier raus? Das war nicht optimal. Das war definitiv nicht optimal. Vor allem nicht, dass sie zugelassen haben, dass sie Hilfe rufen. Aber wie die sich bewegen, wie die springen, wie die stolpern, ja? Direkt durch die Mauer. Ultra geil. Ich bin halt eher der Typ, der nicht unbedingt hier mit Schleichen und sonst was, sondern ich will auf die Fresse hauen, Mann. Ich will, dass sie es merken. Ich will so einen epischen Kampf einfach haben. Nicht immer dieses Rumschleichen und, och, ich kill dich von hinten und, Leute, drauf da. Hört mir auf mit der Scheiße. So, kann ich es herstellen? Ja. Das dauert natürlich brutal lang. Was ist hier drin? Ja, gar nichts. Was ziehen kann ich hier auch nicht. Gut, da ist wieder eine Leiter, da müssen wir wahrscheinlich hoch. Ey, ich höre da immer so Maschinen. Was ist das denn? Sind das Affen? Ey, das macht mich verrückt. Halt's Maul, Mann. Zack. Das macht doch krank, Alter, ständig irgendwelche Affen über sich aber zu hören. Sag doch mal. Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Lora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Oh, was? Das ist hart. Okay, wir müssen extra die Treppen nehmen. Jetzt sieht eine wunderschöne Aussicht. Ich kann es schon riechen. Zeig dich. Ja. Und das ist es. Oh mein Gott, das sind zwei. Drei. Alles klar. Von den Dingen? Dreimal Schlangen bis wenn sie die getötet haben, kommen sie niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe... Also fliegen wir. Das dauert Wochen. Wir fliegen. Viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Wir fliegen. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Oder so. Warte hier. Hey, Leute. Glaub mir. Und weg ist sie. Ich muss nur zur Shuttle wieder kommen, mal hochmotiviert. Um die Senke fallen zu lassen. So, Zeit für ein super Bild. Können die Schlangen jetzt auch mal kurz gucken? So. Alter, gegen die will ich nicht kämpfen. Abseilen. Let's go. Also, in dem Sinne abseilen natürlich, ne? Wir verstehen uns, Boss. Gut. Wenn ich es hier sind wieder Büsche. Ich weiß, was das bedeutet. Das bedeutet. Ein Weg rüber zum Shuttle. Ja, verdammt. Komm her. Wie die scannen, Mann. Schon wieder in den Arsch. Sorry, Buddy. Aber das ist deine Schwachstelle. So, können wir da durch? Das wäre super. Wo ist denn? Hä?
Digga, wie schnell ist der da bitte? Oh, er hat sein Buddy gefunden. Du kriegst auch in den Arsch. Okay, aber von der Seite. Das tut wahrscheinlich noch mehr weh. Tut mir leid. Ich will fürs Erste den Speer nutzen. Munition sparen. Leute, ich bin auch ausgewichen, Mann. Also die ziehen schon echt gut Leben ab. Das ist schon krass. Und wenn die schon so viel abziehen, dann will ich nicht wissen, was so eine Schlange mit mir anstellt, wenn ich einen Fehler mache. Aber wir finden immer wieder genug Heilung. Hängt natürlich dann auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Die Pest wieder mal hart unterwegs hier. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Okay. Muss ich jedes Mal so einen Pfeil verwenden, Alter? Was soll die Scheiße? Okay. Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Was sind das für Geräusche, Alter? Welche Stange willst du erreichen oder sonst was? Ich bin nicht hoch genug. Ich versuch's nochmal. Vor dem Erreichen des Greifpunkts? Okay. Geschafft. Interessant. War jetzt nicht optimal. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe einfach mal das gemacht, was da stand, aber es hat funktioniert. Anscheinend können wir... Ey, diese Maschinengeräusche, ey. Kommt das von den Schlangen? Was ist hier? Die ganze Zeit haben also drei riesige Maschinen Osaram getötet und überall Säure vergossen. Na toll. Anscheinend. Ach da. Das klingt ja gut. Das ist dann wieder mal wunderschöner Aussichtspunkt. Wird wieder kommen. Ich sehe es. Ich rieche es schon wieder. Der Sturm wird stärker. Schaffen wir das? Geschafft. Wow. Ja, sowas liebe ich. Sowas liebe ich, deswegen auch hier wieder schönes Fotoshooting mit Aloy. Und eins nochmal so. Warum zittert ihr Bein so? Vorsicht. Fällt mir gar nicht. Alter. Das war knapp. Man muss schon wahnsinnig sein, um sowas zu machen, oder? Auf zum nächsten. Ja. Da kann ich nicht rüber. Ist ja nix. Können ja nicht sterben. Vielleicht komme ich damit rüber. Holy shit. Das nutzen wir natürlich auch für ein Foto, oder, Bose? Ja, mega cool. Ey, ich kann hier nicht zurück. What the fuck? Wir machen hier Fotoshooting richtig. Geil. Tja, hier geht's nur nach oben. Fällt fast auseinander. Alter, wie die das so locker aufnimmt, ne? Da scheint riesige Klammern, die der Shuttle fixieren. Ich bin ja nur verreckt. Fast. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Oh, super. Noch mehr Maschinen. Okay, sie will anscheinend drei Schlangen mit diesem Trick töten.
schnell eine Falle legen. Okay, der sollte dran sterben. Dann haben wir einen weniger. Wo ist der nächste? Alter, wie viele da sind. Aber keine Fallen mehr. Kann ich welche herstellen? Ja. Nur eine. Oh, fuck. Die legen wir hier hin. Schnell. Schnell, Aloy. Schnell, 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 schnell. Bin mal wieder weg. So, lauf deine Route. Nein! Lauf deine Route, Mann. Digga, die Falle ist nicht für dich. Was passiert, wenn ich die abschieße? Okay, er stirbt. Die Falle war aber nicht für ihn gedacht eigentlich. Aus Versehen. Das sind, glaube ich, noch zwei Stück, ne? Hin. Durch Grafikfehler und Pixel. Nice. Diese Geräusche machen mich wahnsinnig, ich sag's euch. So, hier waren aber noch welche. Da. Ist das der letzte? Gut, wir müssen ihn bekämpfen. Wir haben keine andere Wahl. Was? Okay. Jetzt bin ich hier ungestört. Digga, wie er mich weggecheckt hat, habt ihr es gesehen? Könnte da drin sein. Okay. Zeit, die Maschinen so, da unten. Einmal betätigen. So, da kommt noch was. Ihr solltet schnell verschwinden. Es ist hängen geblieben. Das Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Starke Leistung. Wir müssen noch weiter nach oben. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Gute Frage. Natürlich hochklettern, was sonst?